When the clouds roll in and we want to run down the empty streets, we're wild and young, holding out our hands just to feel the rain. If you weren't here, wouldn't be the same. Hallo, wie ihr gesehen habt, bin ich hier schon bei der Stallarbeit. Heute ist Freitag und morgen fahre ich zum Turnier. Und ich hatte das gestern am Donnerstag. Niki will weitermisten. Das ist ja lieb von dir. Danke. Das gestern am Donnerstag gar nicht mehr so richtig vor Augen, weil eigentlich reite ich vorm Turnier dann ja gern nochmal ein bisschen ordentlich. Und gestern bin ich einfach nur übers Stoppelfeld gefetzt, sind wir. Aber sowas von. Ich glaube, es war richtig anstrengend. Oh ja, aus! Und jetzt regnet es vielleicht gleich ein bisschen, aber heute Nachmittag soll es besser werden. Und dann würde ich noch mal ein bisschen, wenn wir, der Herr, ein bisschen Dressur reiten oder vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr, damit wir wieder richtig im Game sind. So, jetzt alles wieder fresh. Habe auch noch ein bisschen Heu bekommen und Wasser. Jetzt aktuell haben die keine Selbsttränken, aber da gucken wir mal, ob wir die wieder aktivieren. Aber ich habe ja auch so einen großen Eimer, der hält auch über Nacht. Ich weiß nicht, wie viele 30 Liter passen hier rein und da ja auch noch mal ein paar. Ne? Und Bonja auch, die dürfen wir nur besser nicht beim Fressen belästigen. Aber ich glaube, die findet das ganz gut mit dem Eimer, weil sie ist so eine Heutunkerin. Also die nimmt sich mal Heu, ich weiß nicht, ob sie es jetzt macht, und dann tunkt sie es halt ins Wasser. Und das geht ja bei Selbsttränken schwieriger. Also ich glaube, die will den Eimer gerne behalten, vielleicht sonst zusätzlich. Jetzt wird wieder getunkt. Aber ich kann es auch verstehen, Heu ist ja trocken. Ich habe jetzt die letzten Stunden nur gearbeitet und schlüpfe mal von den Latschen in die Stiefel. Und mir ist einfach mein Pivot kaputt gegangen. Kennt ihr das Ding? Das ist ja so, da spannt man sein Handy rein und dann kann er einen beim Reiten verfolgen. Also richtig praktisch, aber der ist runtergefallen, als ich Bonja davon abhalten wollte, Miki zu beißen oder andersrum. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen was abgebrochen. Aber sonst war ich mit dem richtig zufrieden. Also gibt es ja, glaube ich, auch geteilte Meinungen, aber bei mir hat es immer gut geklappt. Und der ist auch alt geworden und das war jetzt ja nur meine eigene Dummheit. Also da muss ich mir auf jeden Fall nochmal einen neuen ordern. Ich habe ihn hier mal notdürftig repariert. Jetzt kann man ihn wenigstens als Stativ benutzen. Aber jetzt fällt mir gerade ein, jetzt habe ich ja auch gar keine Möglichkeit, mich heute beim Reiten zu filmen. Aber egal, ich nehme euch trotzdem mit. Eben hat es noch richtig doll geregnet. Jetzt aber gerade trocken und meine Energie kommt so sehr ganz langsam, aber stetig wieder. Ja, jetzt fange ich mal mit Bonja an und longiere die erstmal eine Runde. Hier liegen ja auch immer ein paar Stangen, die lege ich mal so hin, dass wir da gleich drüber traben können. Ich habe Gamaschen vergessen, aber wir werden es überstehen. If you weren't here, wouldn't be the same. Stelle ich sie einmal auf die Weide und gucke mal, ob sie brav ist, wenn sie alleine auf der Weide steht und ich Miki in der Zeit reite. Also Miki ist verwirrter als Bonja, dass sie gerade weg ist und ich muss hier dringend mal aufräumen. Aber erstmal reiten, erstmal runterfahren. Oh, alles halb so wild. Ja. Wir sind jetzt nach dem Schrittreiten nur 13 Minuten geritten und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn ich früh fertig bin. Dann war er nämlich gut, weil hätte ich gar nicht mit gerechnet unbedingt, weil er am Anfang ja sehr aufgebracht war wegen Bonja. Aber dann hat er schnell durchgeatmet und wir konnten richtig gut reiten. Ich hatte ihn richtig am äußeren Zügel, der war voll locker und voll richtig. Ich weiß gerade gar nicht, was wir morgen für Springen reiten, Stilspringen oder... Oh, jetzt fehlt sie wieder. Oder Zeitspringen und ob wir die Mähne, das sind einfach wieder nur Flusen, ob wir die einflechten oder nicht. Hui, kann man machen und bei ihm geht es auch relativ schnell, aber ja.
Ich habe gerade nachgeschaut und das sind nur Zeitspringen. Also vielleicht schneide ich die Mähne gleich auch einfach ein bisschen, aber vermutlich sieht das dann nicht besser aus. Mir ist immer alles ein bisschen krumm und schief. Aber mit Zeitspringen vielleicht sind wir auch schnell, dann weht die Mähne, dann sieht man sie eh nicht. Egal. Aber dafür bin ich motiviert, die Sachen gleich noch ein bisschen zu putzen. Und Bonja kommt morgen ja nicht mit, sondern nur Miki. Weil mit der hatte ich jetzt also gar nichts genannt. Die hat jetzt auch ein bisschen Reitpause gehabt, aber also ich habe sie jetzt immer longiert und so. Ich muss mal Miki füttern. Aber mit der kann es dann auch irgendwann weitergehen, aber eins nach dem anderen. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ich habe hier einmal eine Drahtbürste für die Hufe, Shampoo, hier noch so ein Spray für den Schweiß und eine Bürste, mit der ich ihn wasche. Eigentlich wasche ich ihn fast nie, weil er ist halt braun, aber jetzt hat er hier auch gerade so ein paar Hippodigest-Flecken. Wisst ihr das, was ich mitfütter? Das hat er ein bisschen im Gesicht. Und ja, jetzt bin ich motiviert und mache nochmal die Hufe auf jeden Fall sauber und mal schauen, wie er nachher glänzt. Er ist kein so richtiger Fan vom Duschen. Vielleicht liegt es aber auch an der Waschbox, also jetzt muss ich ihn draußen waschen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kann ihn da gar nicht anbinden, beziehungsweise der Wasserschlauch, der da dran ist, ist zu kurz. Aber wir schaffen das! I did it. Ich habe die Mähne geschnitten und ich habe keine Ahnung, ob das bisher was geworden ist oder nicht, weil es hier einfach so dunkel ist in der Ecke. Ups, was habe ich jetzt gemacht? So. Ich habe so Angst, dass sie beißt. Bonja, aus. Ja, ist doch okay. Er hat halt dabei, stand da wie eine Giraffe, weil Bonja an ihm geschnüffelt hat. Oh, mein Kopf ein bisschen. Ja. Ja, machbar. Lassen wir so. Nehmen wir. Schweif habe ich nicht gewaschen, weil ich kam nicht. Was macht ihr denn da? Ich kam nicht ran mit dem Wasserschlauch. Ich habe den jetzt eingesprüht mit Glanzspray. Ja, und Bürste und flechte den einfach einmal ein. Im besten Fall ist der dann morgen relativ ordentlich, wenn ich ihn aufmache. Wir werden sehen. Ich habe diese Ledercremeseife. Die ist wie so ein Mayo-Spender. Guck mal, was da raus. Oh, benutze ich noch, was da rauskommt. Die habe ich auf dem Turnier gewonnen. Die habe ich jetzt erstmal benutzt, um meine Stiefel zu putzen. Ich weiß nicht, ob das sowas auch für Stiefel geeignet ist. Irgendwie benutze ich immer alles, auch für Stiefel. Und das soll man ja irgendwie nicht. Also da muss ich nochmal schauen. Aber ultra praktisch, weil man das quasi ohne Wasser macht. Und ja, dafür gar nicht schlecht. Here we have some Futter. Und hier habe ich so Kleinigkeiten drin. Startnummern wichtig. Ja, eine Bürste, eine Schere. Sporen.